Die sind blau. War da nicht, sollten, hatten wir nicht einen Auftrag mit irgendwelchen Hobgoblins was zu machen? Die verlorenen Stiefel. Ja, er erwähnte ein paar Stiefel, die im Hobgoblins im Ödland südlich der Stadt. Wir sind zwar nicht südlich der Stadt, aber vielleicht sind das diese Hobgoblins. Halboger nahe Beregos, das sind aber keine Halbogers. Gurkes Umhang, von einer Gruppe Tasloi im Mantelwald gestohlen. Dann Basilus der Mörder. Na gut. Sollen wir da mal hingehen zu den Hobgoblins? Ihr nicht kämpfen, ihr kämpfen, ihr sterben. Wenn kämpfen, dann tot, Gold und Eisen her oder tot. Verstanden? Tot, tot, tot. Wir werden uns niemals ergeben, ihr möchtet gern Plünderer. Wir werden nicht gegen euch kämpfen, im Gegenteil, wir wollen uns eurer Gruppe anschließen. Wir wollen keine Schwierigkeiten, nehmt, was ihr wollt und lasst uns in Frieden. Wir werden uns nicht ergeben. Ihr habt nur mal den Knochen, wir machen Mehl daraus, werdet schon sehen, kalte Hand angreifen. Also doch Kampf. Aber nur er, die hier stehen, bleiben einfach nur stehen. Na gut, erstmal wahrscheinlich. Sie steht eh hier oben, das ist gut. Dann wird sie den Segen mal auf unsere Gruppe hier sprechen. Die Gruppe versucht hier zu bleiben. Der Nahkämpfer bleibt hier, der Nahkämpfer geht hier vor. Hier vor. Sie zieht sich ein bisschen zurück. Sie macht den Zauber auf ihn. Und sie auch. So. Was steht hier? Katak. Hier stehen einfach nur Hobgoblin, ne? Oh, die sind jetzt aber auch feindlich geworden. Oh, das sind so viele. Ah, das ist wahrscheinlich wieder so eine Falle, wo man nicht hinten reinlaufen darf. So, sie ist ja zurückgelaufen. Das heißt, sie kann jetzt schießen. Auf ihn mal. Wenn niemand besser geeignet ist. Was ist denn mit dem passiert? Keine Ahnung. So, also, wir greifen mal ihn hier an. Er ist eh schon dem Tode nahe, sehr gut. Wo ist denn er? Er greift auch ihn an. Dann sie sollte auf sich selbst das Schild sprechen. Sie hat ja keinen Zauber mehr. Sie hat nur noch ihren Kampfstab. Ne? Sie sollte sich lieber zurückhalten, weil sie ist eh schlecht im Kampf. Ja, dann hat jeder seinen Befehl, okay. Alles wegen des lieben Geldes. Auf wen schießen? Du kannst jetzt auf den hier schießen eigentlich. Okay, wir haben den Segen. Sehr gut. Was? Warum kämpft er mit der Hand? Warum kämpft er denn mit der Hand? Oh nein, seine Klinge ist zerbrochen. Verdammt. Das Wasserschwert kannst du wahrscheinlich nicht benutzen, ne? Aber es ist besser noch als die Hand wahrscheinlich. So. Kreia ist durch ein Schild geschützt. Wunderbar. Dann kriegst du auch mal auf ihn hier. Und er ist hier irgendwie. Ja, er ist offensichtlich so geblättet, dass er sich nicht mehr bewegen kann, was ja für uns gar nicht schlecht ist. Okay, die umzingeln hier die Kreia. Das ist natürlich gar nicht gut. Kannst du denn mal was machen dagegen? Und ja, Hera, du machst ja auch gar nichts. Geh du mal dahin. Die kann immer noch heilen, die Hera. Und du schießt vielleicht. Warte mal, ist da schon einer verletzt? Ja, der ist aber schon tot, okay. Und die, was machen die denn? Die sollen denselben angreifen. Ja, das ist gut. Beide auf denselben. Ah, sehr gut. Aber. Wir haben vielleicht doch eine Chance, Leute. Gucken wir gleich mal, wenn wir jetzt ein bisschen Glück haben. Wer wurde verwundet? Ziel verwundet, okay. Hui, die sind auch schon alle am Boden. Sehr gut, dann greifen wir mal den hier an. Und du schießt auch bitte mal auf den hier. Und du greifst den hier auch an. Dann haben wir wieder alle Befehle, ja. Nur Neira nicht, die steht da hinten. Weil die sofort tot ist, wenn die einen Schlag abkriegt. Okay. Na komm.
Ach, warte mal, die machen wieder nix. Komm, ihr greift, du greifst mal ihn an. Nee, warte mal, solange der betäubt ist, greift den Feld lieber nicht an. Obwohl, der Zwerg könnte ihn mal angreifen. Und du greifst ihn an. Und du greifst auch ihn an. Und du schießt auf ihn. So. Und vielleicht greift sie jetzt doch mal auch ihn an. Die haben offensichtlich nicht so viel drauf, diese Halbgoblins. Hobgoblins. Das ist gut. So, er greift ihn an. Das ist auch gut. Und die machen auch schon wieder nichts. Komm, greift mal hier an. Wir haben Gott sei Dank keine Gefallenen. Den Göttern sei Dank. So, das heißt, alle sind weg bis auf ihn. Das heißt, alle können ihn angreifen. Und der ist auch tot. Sehr gut. Perfekt. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben 35 Erfahrungen gewonnen. Und dann nochmal 35. Ich glaube, für jeden, und hier haben wir 120 bekommen, für jeden 35, glaube ich, den wir getötet haben. Was bedeutet das denn in... Okay, 577 noch. Das heißt, wir speichern mal. Und jetzt können wir unsere Beute einsammeln. Fangen wir mal bei dem hier an. Geld. Das war, glaube ich, der Segen, der verflogen ist. Zwei Händler, sehr gut. Okay. Also der Zwerg sammelt hier mal alles ein, weil der hat am meisten Tragkraft oder mit am meisten Tragkraft. Ich geht's mal alle weg hier. Was ist denn hier los? Okay. Ich habe schon befürchtet, da ist schon wieder jemand überlastet. Warum denn ich? Ja, weil du am meisten Tragkraft hast, Junge. Wir brauchen sowieso ein neues Langschwert auch. Für unseren... Okay, er kann sich nicht bewegen. Jetzt hat er doch ein bisschen zu viel. Schutz vor Bösen. Das kannst du schon mal abgeben. Das hilft aber noch nichts. Das heißt, das gibst du auch mal ab an sie. Ja. Kannst du dich jetzt wieder bewegen? Schauen wir mal. Ja, jetzt kann er sich wieder bewegen, aber nur langsam. Aber das ist okay. Dann, ja, Heira, du hast auch noch gute... du kannst auch noch viel tragen. Du nimmst auch mal hier alles mit. Sehr gut. Das verkaufen wir gleich. In der Schmiede. Okay, jetzt... Das war's schon. Und dann noch Khaled. Khaled, du hast auch noch gut Tragkraft. Sehr gut. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles mitgenommen, oder? Ja, jetzt haben wir tatsächlich alles mitgenommen. Das heißt, der Zwerg kann noch ein bisschen was an Khaled übergeben, damit er sich wieder normal bewegen kann. Nochmal was. Okay, jetzt sollten die sich beide normal bewegen. Ja, Khaled, naja, Khaled gibt man noch was an Yahaira ab. Nee, dafür ist Yahaira jetzt wieder überlastet. Dann gibst du das mal an Emo hin. So, jetzt soll es passen. Jetzt sollten sie sich alle normal bewegen können, ja. Okay, wir speichern nochmal. Und schauen uns nochmal die Karte an. Okay. Haben wir da auch Schuhe? Warte mal, das müssen wir mal gucken. Haben wir da irgendwie Schuhe bekommen? Zerbrochenes Schwert. Irgendwo ein Langschwert. Wir brauchen ein Langschwert. Hier haben wir auf jeden Fall eine Agni-Mani-Halskette. Steht die Imoin auf sowas? Warum nicht? Komm, Imoin, du nimmst mal die Halskette. Okay, hier ist kein Schwert. Hier ist auch kein Schwert. Aber hier haben wir nochmal einen Schutz vor Bösem Zauber. Grad 1 Zauber ist gut. Der Zauber erzeugt eine magische Barriere im Abstand von 30 cm rund um den Empfänger. Ein Bandzauber. Die Barriere bewegt sich mit dem Empfänger und hat zwei wichtige Auswirkungen. Einerseits erleiden alle Trefferwürfe vom bösen oder böse verzauberten Wesen gegen den Empfänger einen Malus von minus 2. Andererseits können beschworene dämonische Kreaturen das geschützte Wesen nicht angreifen. Aha, also. Können wir versuchen zu lernen, aber nicht jetzt. So, haben wir hier ein Bastardschwert, noch ein Bastardschwert. Ich weiß nicht, ob das, wie genau das anders ausschaut. Das Langschwert im Vergleich zum Bastardschwert. Die haben immer nur Bastardschwerter dabei. Das könnte ein Langschwert sein. Nee, das ist ein Zweihänder. Naja, jetzt hier sowieso nichts. Tja, dann müssen wir wohl zum Schmied, wohl oder übel. Jetzt schauen wir aber erst nochmal hier das fertig an hier. Ob wir da noch was finden. Achso, was ich schauen wollte, ob wir Schuhe haben, ne? Aber Schuhe habe ich jetzt nicht gefunden. Das waren nicht die Hobgoblins mit den Schuhen. Was war denn das nochmal hier für ein Ding? Marianas Ehemann? Nein. Hier, die verlorenen Stiefel. Ein paar Stiefel, die im Hobgoblins im Ödland südlich der Stadt.
Okay, aber wir haben keine Stiefel bekommen, soweit ich das gesehen habe. Ich schaue noch mal ganz kurz nach. Aber da waren nirgendwo Stiefel, ne? Ne, das waren nicht diese Hobgoblins. Puh, jetzt hatten wir so schwere Kämpfe, dass ich dachte, die Hobgoblins machen uns auch nieder. Aber die waren glücklicherweise nicht so schwer zu besiegen. Das ist gut. Okay. Hier haben wir jetzt erstmal nichts gefunden. Da oben ist der Tempel. Da müssen wir noch kurz vorbeigehen, damit... Ah, da ist noch jemand. Das ist ein Edler, glaube ich, wieder. Halt, wir wollen den ansprechen. Aschen heißt er. Halt, jetzt bleibt doch mal da. Sprecht den mal an. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber würdet ihr bitte etwas von mir fernbleiben bei allen Göttern? Am nächsten 10 Tagen werde ich wieder nach Tiefwasser zurückkehren. War eure Reise Geschäft oder Vergnügen? Was findet ihr an der Schwertküste so unangenehm? Ich gebe nichts auf euer Jammer. Ihr kommt aus Tiefwasser. Diese großartige Stadt möchte ich eines Tages besuchen. Ja, über Tiefwasser haben wir schon was gehört. Wir fragen mal, was ihn hierher treibt. Geschäfte natürlich. Es macht mir bestimmt keinen Spaß, in diese winzigen Käfer zu kommen. Wenn die Räuber nicht wären, würde ich schon seit ein paar Tagen wieder da, wäre ich seit ein paar Tagen wieder daheim. Meine Korgis werden krank versorgen. Krank, sage ich euch. Korgis sind wahrscheinlich Hunde, oder? Was wisst ihr schon darüber? Ihr seid doch Tiere hier. Ihr lebt im Schmutz. Überall sind Räuber und man findet keine einzige vernünftige Badeanstalt. Ja, dankeschön, der Herr. Unverschämt. So, hier haben wir noch so einen schwarzen Ding. Ja, was ich gerade sagen wollte, Khalid muss entflucht werden. Dafür versuchen wir mal, die Dienste des Tempels in Anspruch zu nehmen. Wir werden jetzt noch einmal um den Tempel rumlaufen. Ich versuche mal, nicht so weit nach rechts zu laufen. Na gut, da sind wir sowieso weit davon entfernt. So. Da können wir auch in den Tempel reingehen, ne? Das ist gut. Na? Der schaut irgendwie aus wie eine Moschee, dieser Tempel. Interessant. So, hier ist ja nichts. Was passiert, wenn wir nach Norden reisen wollen? Da kämen wir auch hier hin, ne? Ja, das brauchen wir nicht. Ich verschwinde jetzt. Hier ist noch jemand. Halt. Bitte sprecht mal diesen Mann an. Ein Betrunkener. Hallo, Jungs, wie geht's? Irgendwie muss ich mich verlaufen haben. Egal, ist ja auch völlig egal. Gebt mir all euer Geld. Pass auf, Freundchen, wir werden dir nicht unser Geld geben. Schön, hier hast du unser ganzes Geld. Du schreist ja für mich nach Ärger, Mann. Warum verschwindest du nicht, bevor wir dir wehtun? Nein, wir werden dir nicht unser Geld geben. Falsch, Jungs, ihr hättet mir halt doch das Geld geben sollen. Wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Ich verrat's euch. Ein kleines Geheimnis. Ich bin ein Leichnam. Ja, wirklich. Ich habe riesige Zauberkräfte. Ihr habt mich verrückt gemacht. Ich gebe euch noch eine letzte Chance. Gebt mir euer Geld. Hey Mann, wir geben dir kein Geld. Also verschwinde. Na schön, nimm es endlich. Tja, wenn du ein Leichnam bist, dann müssen wir dich wohl beseitigen. Wir geben ihm kein Geld. Ihr versteht mich wohl hier nicht hier richtig. Ich werde euch umbringen mit meiner ganzen Zauberkraft. Sowas wollt ihr nur? Tod oder was? Schön, hier hast du unser ganzes Geld. Falls wir dich irgendwie verärgert haben, bitten wir um Entschuldigung. Wir gehen jetzt wiedersehen. Fahr zur Hölle, alter Penner. Wir gehen jetzt wiedersehen. Hey, das ist nicht sehr nett. Oh, jetzt ist er ohnmächtig geworden. Ja, okay. Was ist denn hier eigentlich? Ach, das gehört zum Dach dazu, glaube ich, oder? Ja. So, hier ist ja nochmal irgendwas anderes. Ein Vestibül. Aha, ein Vestibül. Dann gehen wir doch mal ins Vestibül, da waren wir noch nicht drin. Aha. Mit dem können wir nicht reden, doch. Priester Blane. Geht mir aus dem Weg und wer seid ihr? Niemand Wichtiges. Geht zu Keldas und besprecht mit ihm die Tempelangelegenheiten. Ich wische eben den Boden auf, sind schwere Zeiten. Naja, gut. Was hat er zu erzählen? Priester Brahm. Wir sollten uns Türen zulegen. Die Stühle haben sie gemobst. Der Boden ist aber ganz nett. Wir sollten uns Türen zulegen. Sehr gut. Naja, dann gehen wir mal wieder. Wenn sie sonst nichts zu erzählen haben. Ich hab genug davon. So, was ist hier zwischendrin noch? Wahrscheinlich nichts, oder? Nö. Na gut.
So, dann ab in den Tempel. Ach, hier sind auch Türen. Gut. Im Tempel konnten wir ja auch noch mit ein paar Leuten reden, glaube ich, oder? Hallo? Hier sind auch noch irgendwie... Ah, die singen. Die Sirenen. Die singen. Und hier oben leuchtet was. Können wir mit denen reden? Ne, mit denen können wir nicht reden. Schauen wir mal, was da hinten noch ist. Da sind die Ausgänge. Das haben wir ja vorher schon gesehen. Na, mit denen können wir nicht reden. Da reden wir mit ihm wieder. Ihr seid willkommen. Abenteurer auf Reisen sind im Hause Lassanders immer willkommen. Wir sind bemüht, all jenen beizustehen, die sich für das Wohl der Reiche einsetzen. Das machen wir. Wenn ihr vom Kampf erschöpft seid, können wir euch eine Reihe nekromantischer Heilungen ganz nach euren Bedürfnissen anbieten. Außer einer kleinen Spende verlangen wir keine Bezahlung. Ja, das haben wir vorher gesehen. Das war unglaublich teuer. So, spenden tun wir erstmal nicht. Wir schauen mal, ob er... Ja, Fluchbrechen tatsächlich. 500? Jegliche Flüche, die über den ausgewählten Charakter verhängt sind, werden aufgehoben. Wir haben keine 500, Leute. Verdammt. Verdammt. Okay, was kann er denn verkaufen? Forme Stein zu Fleisch. Also diese Rückverwandlung, das kennen wir schon. Heilungselixier. Kuriert Gift und Krankheit und heilt 10 Trefferpunkte. Aha, der Heilungstrank heilt 9 Trefferpunkte. Naja, Heiltränke haben wir, glaube ich, noch genug. Ah, Mist. Nee, 500 können wir uns im Moment nicht leisten. Vor allem, weil wir ja auch noch seine Waffe reparieren bzw. ersetzen lassen müssen. Das geht im Moment nicht. Da ist nichts dabei, was er kaufen kann. Ja gut, wir könnten natürlich diese ganzen Edelsteine hier verkaufen. Aber im Moment geht das nicht. Das seht ihr, ne? Die sind ausgegraut. Der Tempel nimmt das nicht. Naja, gut. Dann identifizieren gibt es auch nichts, was wir identifizieren lassen können. Nee. Irgendeiner hat noch einen Gürtel, glaube ich. Khalid müsste das sein. Nee, Khalid, hast du keinen Gürtel? Oder kann der Gürtel, kann den Gürtel wahrscheinlich nicht identifizieren? Die goldenen Pantalons könnten wir für 100 identifizieren, aber das machen wir jetzt auch nicht. Das geht jetzt nicht. Wir spenden trotzdem vielleicht mal was, oder? Sollen wir ein bisschen was spenden? Ja, wir spenden ein bisschen was. So, 4. War zwar ansehnlich, natürlich war riesig, die war richtig ansehnlich, die Spende, aber nicht genug, um unser Ansehen zu erhöhen. So. Ja, dann gehen wir jetzt. Tut mir leid. Gottes Willen, singen die schief. Und dann gehen wir zurück in die Stadt. Aber es hat sich trotzdem gelohnt, hierher zu kommen. Denn wir haben hier die Hobgoblins besiegt. Das war ja ganz nett. Da haben wir Ausrüstung bekommen, die wir jetzt wieder verkaufen können. Und ja, da gehen wir mal nach Beregost. Und direkt in die Schmiede. Wir brauchen ein neues Schwert für Khalid. Hilft nichts. So, wir gehen mal wieder näher hin. Denn ich verschwinde jetzt. So, also, Khalid braucht ein Schwert. Wo ist denn ein Langschwert? Bastardschwert, Langschwert. Das kostet 21, das ist ja okay. Dann kaufen wir das mal. Im Zuge dessen verkaufen wir die kaputte Waffe, können wir ihm nicht verkaufen. Naja, schade. Ach, die Lederrüstung bringt auch nur 1, das ist ja richtig fies. Hat sie noch was zu verkaufen? Die Kette hier könnte sie verkaufen, aber die Wilderschmied nicht. Na gut. Hier sind noch ein paar Lederrüstungen und ein paar Helme. Kriegen wir nur 1 dafür? Das ist ja unglaublich wenig. Naja, für die Schwerter hier kriegen wir ein bisschen mehr wenigstens. Noch ein Helm. Okay. Er hat auch noch Zeug dabei. Der Zweihänder ist ziemlich wertvoll. Den verkaufen wir aber trotzdem auch, oder? Ja, den verkaufen wir auch. Komm. Kurzschwert, beschlagenes Lederwams, das verkaufen wir auch alles. Ach, was mache ich denn da eigentlich? Ich kann das ja gleichzeitig anklicken. Heieiei, und sie hat auch noch mal eine Lederrüstung zum Verkaufen. Gut, ja, was machen wir denn jetzt mit der kaputten Waffe hier? Ich dachte, das wäre ein Schmied. Komm, hier, kaputte Waffe. Und du bist mir ein schöner Schmied. Nimmst die kaputte Waffe nicht? Naja, jetzt haben wir noch nicht mal genug Geld, um ihn entfluchen zu lassen. Das müssen wir aber eigentlich machen. Wo kriegen wir denn jetzt Geld her? Ich hab genug davon. Denn ich verschwinde jetzt. Na gut, also zumindest hat er jetzt wieder eine neue Waffe. Die geben wir ihm auch gleich. Langschwert. Ach, er hat schon ein Langschwert. Nee. Ach, das war ein Bastardschwert, mit dem er
notgedrungen gekämpft hat, genau. Und die kaputte Waffe, naja, dann schmeißen wir die halt hier auf den Boden, oder? Das hilft ja nichts. Wenn wir die sonst nicht benutzen können. Unverwundbarkeitstrank und dann gegen diese Waage gehen. Wie lange hält denn der? Eine Stunde. Könnte klappen. Ein Unverwundbarkeitstrank trinken und dann gegen die Waage gehen. Und die besiegen. Alleine. Könnten wir machen. Können wir einfach mal ausprobieren. Und wenn es nicht klappt, können wir ja immer noch neu laden. Wäre eine Möglichkeit. Da hätten wir halt natürlich den Unverwundbarkeitstrank nicht mehr. Aber na gut. So, ich werde jetzt erstmal... Wo bin ich denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt hin? So, da. Ich werde jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen, Leute. Und in der Zeit überlegen wir uns, wie wir zu Geld kommen, um unseren Khalid zu entfluchen. Ich möchte nämlich ungern jetzt nach Süden aufbrechen, nach Nashkal. Das ist nämlich unser nächster Stopp, dass wir nach Nashkal gehen. Vorher sollten wir aber dafür sorgen, dass Khalid nicht mehr verflucht ist. Vielleicht müssen wir nach Süden gehen und dort ein bisschen diese Hobgoblins und Halboger umbringen, um ein paar von diesen Questen zu erledigen, die wir im Moment angesammelt haben. Vielleicht kriegen wir da Geld. Das wäre eine Möglichkeit. Der geizige Schmied hat uns ja für diese Rüstungen nur sehr wenig Geld gegeben, leider. Naja, gut. Wir könnten vielleicht auch nochmal versuchen, diese Hobgoblins nochmal zu triggern. Vielleicht sind die dann nochmal da, wenn wir jetzt wieder zum Tempel reisen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber das werden wir alles in der nächsten Aufnahme rausbekommen. Ja, bis dahin, macht's gut, Leute, und tschüss. Salvete Discipuli und willkommen zu einer neuen Runde Baldur's Gate. Und ihr seht, wir kommen hier mitten ins Unwetter hinein. Das war so nicht geplant. Ja, wir haben einige Aufgaben. Wir sollen Hobgoblins und Halboger erschlagen. Wir sollen einen Mörder finden und uns eine Belohnung abholen. Wir haben eine Magierschule, die wir eventuell erkunden können, wo wir aber vielleicht noch nicht ganz so weit sind, weil wir noch nicht so erfahrene Abenteurer sind, wie wir vielleicht gerne wären. Aber was wir erstmal als dringliche Aufgabe haben, Khalid ist tatsächlich verflucht. Hier sieht man es nicht. Hier sieht man das. Er ist verflucht. Und wir können ihn von seinem Fluch retten, aber dafür brauchen wir 500 Goldmünzen. Der Tempel kann ihn retten. Wir haben aber keine 500 Goldmünzen. Wir müssten jetzt erstmal Geld verdienen, aber wir haben ja noch unsere Edelsteine. Und vielleicht können wir unsere Edelsteine einsetzen. Wir brauchen ja nicht so viele Goldmünzen. Ein paar Goldmünzen reichen schon, um unsere Goldreserven aufzufüllen, um dann Khalid zu entfluchen, sage ich jetzt mal. Wir könnten natürlich auch versuchen, jetzt erstmal die Hobgoblins anzugreifen, uns ihre andere Ausrüstung schnappen und damit dann weiterzuziehen und die Ausrüstung zu verkaufen. Aber ich denke mal, wir haben so viele Edelsteine, wir können da ruhig ein bisschen investieren. Denn der Angriff gegen die Hobgoblins wird natürlich auch wesentlich leichter, wenn Khalid nicht mehr verflucht ist. Jetzt gehen wir erstmal hier rein in diese Spelunke. Ich hab genug davon. Ja, Spelunke ist es vielleicht nicht. In das Gasthaus und werden beim Wirt versuchen mit ihm zu reden. So. Und den einen oder anderen Edelstein zu verkaufen. Achso, das geht hier gar nicht. Na, dann trinken wir wenigstens was. Ein Festbier. Jetzt haben wir eher Geld ausgegeben, als es zu verdienen. Aber ist nicht so schlimm. So, dann wieder raus. Interessant, dass man bei manchen Wirten handeln kann und bei manchen nicht. Denn ich verschwinde jetzt. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Aber wahrscheinlich hat er einfach keine Waren, die er uns verkaufen kann. Ist ja nicht schlimm. So, dann gehen wir mal hier rüber. Ich hoffe, das Unwetter hört bald auf. Da müsste doch nochmal ein Gasthaus sein. Genau, hier ist es. Das Feldepost-Gasthaus. Da gehen wir mal rein. Wir sind inzwischen übrigens zu sechst. Wir haben sechs Partymitglieder. Ja, was habt ihr anzubieten? Ja, er kann handeln. Sehr gut. Okay. Ja, was können wir hier verkaufen? Wir haben hier einen Mondstein.
Soweit ich weiß, haben die Edelsteine keinen wirklichen Zweck. Es geht einfach nur darum, dass sie wertvoll sind. Mondsteine wurden jedoch schon in Zauber verwendet, die diesen besonderen Fluch bewirken. Aha, aha, aha. Und warum sollten wir nicht den Mondstein jetzt einfach mal verkaufen?